Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte, ich bin sicher, bei den meisten von uns allen hört da schon mal auf, um was es eigentlich geht. Und nicht nur, dass du das studiert hast und doktoriert hast und habilitiert hast, auch in Mikrobiologie, um es wirklich ernst zu meinen, sondern du hast auch noch jahrelang von 1997 bis 2014 als Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte geleitet hier in Berlin. Übrigens 2008, in einer Zeit, wo es so ein bisschen turbulent war für Liechtenstein, im Februar 2008, sind wir dann nach dem Termin bei Kanzlerin Merkel, wo es dann in der Pressekonferenz so ein bisschen tough war für die Liechtensteiner Delegation, sind wir dann in das Max-Planck-Institut gekommen. Und das war einer so der ganz wenigen ruhigen Momente bei diesem offiziellen Regierungsbesuch. Ich weiß noch, wie unser damaliger Regierungschef sich wirklich erholen konnte bei euch. Ich glaube, er hat nicht viel mitbekommen, was du ihm gezeigt hast. Ja? Ich kann mich schon erinnern, der Ottmar Hasler. Und da, als dann die Eskorte da kam mit den Wagen, mit den Blaulichtern vorne her und hinten die Motorräder. Und es standen dann ja tatsächlich auch ein paar Journalisten vor der Tür schon. Die wollten dann natürlich dann auch den Moment nochmal ausnutzen. Und die konnten wir dann aber sozusagen beiseite schieben. Und dann gab es eben dieses ruhige Stündchen für den Regierungschef. Konnte er ein bisschen verschnaufen. Ja. Pro forma wurden ihm dann einige Dinge gezeigt und so. Und er hat immer ja gesagt. Ja. Aber in Wirklichkeit hat er einfach durchgeatmet. ja, aber das ist doch sicher für einige, für uns alle, denke ich, interessant. Diese spezielle wissenschaftliche Betätigung und dann auf der anderen Seite die Lyrik, die Poesie. Und das war ja ganz von Anfang an schon, oder? Ja, doch. Eigentlich hat mich das immer begleitet, die ganzen Jahre. Oder um nicht zu sagen, jetzt muss man ja in Jahrzehnten mittlerweile rechnen. Aber es ist nie ganz von mir gewichen. Manchmal war es ein bisschen intensiver, die Tätigkeit. Manchmal musste es eben einfach mal für ein paar Jahre liegen gelassen werden. Also das ging so immer auf und ab, aber war eigentlich immer ein Bestandteil so von meinem Leben, kann ich sagen. Ja. Kann man sagen, dass es etwas Verbindendes gibt oder etwas Ähnliches in beiden Bereichen der Forschung auf der einen Seite, wie du sie betrieben hast? Ja, es gibt natürlich Verbindende, die ich lese Ihnen was vor dazu. Ich lese Ihnen was vor dazu. Muss mal schauen, wo das ist. Ja, das ist aus einem kleinen Interview, das ich vor ein paar Jahren einem jungen Germanistikstudenten gegeben habe, namens Alexandru Buluț. Er stammt aus Rumänien und studiert, glaube ich, immer noch Germanistik in Frankfurt. Und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten und unter anderem eben auch über die Beziehung zwischen Wissenschaft und Literatur. Und da gibt es einen kleinen Abschnitt, wo dieses Verhältnis thematisiert wird. Wenn wir schon bei den rumänischen Schriftstellern sind, also sage ich jetzt zu ihm, zu dem Alexandru, da fällt mir auch Tristan Tzara ein, ihr großer Landsmann aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vielleicht kennen Sie sein 1935 veröffentlichtes Buch Grain et Issue, Korn und Schrot. So würde ich den Titel übersetzen. Ich glaube nicht, dass eine deutsche Fassung dieses Buches existiert. Darin gibt es ein ganzes Kapitel und eine lange Fußnote zum
experimentellen Traum. Le rêve experimental heißt es auf Französisch, oder Experimentaltraum. Und dort denkt Zara auf zwei oder drei Seiten, über zwei, drei Seiten hinweg, über sein eigenes Schreiben nach und versucht es als Experiment zu verstehen und auch zu beschreiben. Es sind gewisse Bedingungen gegeben, unter denen der Schreibvorgang anfängt, wozu durchaus auch ein gewisser Plot gehören kann. Das funktioniert genauso wie das Arrangement beim wissenschaftlichen Experimentieren. Da fängt man ja auch nicht mit einem Chaos an, sondern mit einem einigermaßen artikulierten Gebilde, das aber eben nicht wie eine Maschine organisiert ist, die nur rund und in sich zurückläuft, sondern so, dass es zu Brüchen, zum Abgleiten, zu Ausgriffen und zu anderen Formen des Abweichens kommen kann. Genauso beschreibt Zara nun den literarischen Schreibvorgang, der bis zu einem Punkt führen kann, an dem die Deviationen so Platz greifen, dass sie auf den Plot zurückwirken und ihn invertieren oder unterwandern. Dieser experimentelle Traum ist eine wunderbare Beschreibung des Experimentierens, des Wissenschaftlichen wie des Literarischen. Auf das Buch von Tristan Tzara bin ich erst vor kurzem gestoßen, im Rahmen der Arbeit an einem Manuskript, in dem es um die Begegnung des Wissenschaftsphilosophen und Poetologen Gaston Bachelard mit dem Kupferstecher Albert Flocon geht. In diesem Zusammenhang habe ich Bachelards kurzen Text aus dem Jahr 1936 wieder gelesen, der den Titel Le Surrationalisme trägt. Dieser Text ist in der Zeitschrift Inquisition erschienen, die unter anderem von Zara herausgegeben wurde, damals 1936, und von der übrigens nur eine einzige Nummer erschienen. In diesem Text erwähnt Bachelard Zaras Experimentaltraum, allerdings ohne einen näheren Hinweis. Dem bin ich nachgegangen und dann darauf gestoßen, dass er sich auf ein Buch bezog, das ein Jahr zuvor, 1935, erschienen war. Das sind etwas verschlungene Wege, auf denen ich die Bekanntschaft mit dieser außerordentlichen Textstelle gemacht habe. Das heißt also, man kann sagen, beides ist ein Experiment. Man kennt den Ausgang nicht. Ist das so? Fängt man an? Ja, man glaubt ja immer, den Ausgang zu kennen. Aber das Schöne am Experimentieren ist, dass es einem in der Regel eben eines anderen belehrt. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man das einfach nur einfach blind irgendwie sich in irgendwelche Sachen hineinstürzt. Man hat ja schon ziemlich klare Vorstellungen von dem, was man möchte, aber es ist eben die Kraft des Gegenstands, der einem dann eben auch zum Umkehren oder dazu bewegen kann, sich in eine andere Richtung zu bewegen. Und das braucht, sagen wir mal, ein gewisses Fingerspitzengefühl. Da darf man auch nicht zu stur auf seine eigene Fragestellung ausgerichtet sein, sondern man muss es eben auch zulassen können, dass aus dem Experiment ein Echo oder ein Signal oder irgendetwas kommt, das einen erstaunt und dem man dann vielleicht nachgehen, wo man sich dann überlegt, aha, dem müsste ich vielleicht eben nachgehen. Von daher gesehen kann man das sagen, aber ich würde es doch, sagen wir mal, etwas dezidierter formulieren wollen. Mit dem Unbekannten. Sagen wir es mal so, es ist eher das Unvorwegnehmbare. Im Bereich der Epistemologie, Wissenschaftsgeschichte, war das ja auch einer der Schwerpunkte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich meine, ich habe ja eine lange Zeit eben als Biochemiker oder vielleicht besser gesagt als Molekularbiologe auch im Labor gearbeitet, bevor ich mich dann der Wissenschaftsgeschichte zugewendet habe. Mhm. Und dann haben mich eben diese verschlungenen Pfade interessiert, wie
wie kann man eben das Experiment als einen Prozess beschreiben, der eben nicht einfach nur das Testen von Hypothesen darstellt, sondern der eben eine Dynamik entwickelt, in die man dann selber eben verwickelt wird. Und das, denke ich, ist durchaus vergleichbar mit literarischen Schreib- und Entwicklungsprozessen. Ich würde sogar so weit gehen, dass auf diesem Feld eben genau auch die, sagen wir mal, die Schnitt, wenn es denn eine Schnittmenge zwischen Wissenschaft und Kunst gibt, dass die eben genau hier ist. Wunderbar. Übrigens haben wir heute Abend auch noch andere Lyriker, Lyrikerinnen hier. Ich freue mich, dass Anna Ospelt aus Liechtenstein da ist. Richard Pietras, der vor gar nicht so langer Zeit mal einen eigenen Abend auch mit Professor Reinberger im Brechthaus hier in Berlin gestaltet. Ja, ganz genau. An einer anderen Stelle schreibst du, dass Verse Ausschnitte aus der Landschaft der Seele sind. Können wir mal in diese Landschaft der Seele hineinschauen? Das ist schon ein schwieriges Wort. Ja. Das mit der Seele, ich weiß nicht genau. Das muss ich in einem unkontrollierten Augenblick, muss mir das es in hängt, Schrift sein. Wo ist das nachzulesen? Es ist in der Unendlichkeit der Ränder, wo es auch um die Fraktale geht. Und das ist auch ein Punkt, den ich... diese Fraktale, das ist ja etwas, wo es gar nicht Copyright natürlich, gibt. Ich könnte diesen Text lesen. Der ist ja hier in diesem Büchlein mit dem Titel Von der Unendlichkeit der Ränder. Und da gibt es so ein längeres, etwas längeres, also es wird ein paar Minuten dauern, Prosa-Gedicht und es beschreibt eigentlich eine kleine Bergwanderung. Übrigens in den Liechtensteiner Bergen. Ja. Und der Titel des Textes ist Fraktale. Am Morgen des 24. Juli von Gaflei aufgebrochen. Der Fürstensteig liegt im Schatten. Über den von Wurzeln durchzogenen Waldweg in langen Serpentinen den Einstieg in die Felsen erreicht. Vorbei an Tisch und Bank, am Gamseck, am ragenden Felszacken mit dem Loch, immer schräg aufwärts. Nach einer Stunde auf den Grat gelangt. Wer dort oben steht, soll den Apfel essen und um sich sehen, so bekommt er die drei Elemente dieser Landschaft in den Blick. Weit unten das Rheintal, der blinkende Fluss, zur Linken die brüchige Felswand, soeben durchstiegen mit der Alpspitze, dahinter das ausgemuldete Gaselli, das steil zur Samina abfällt. Tal, Grat, Hang. Jeder hier kennt das zwischen Elhorn, Galinerkopf und Ruckell. Was macht die Landschaft unerschöpflich? Es sind die Fraktale. Die Natur wiederholt ihre Konturen, setzt die Elemente in immer neuen, selbstähnlichen Kombinationen zusammen. Das Rheintal im Saminatal, das Saminatal im Gaselli, das Gaselli in den Rüfen, die Rüfen in jedem Rutsch. Auf der Landkarte sieht man es besser, sieht das Gesetz der Fraktale gebrochen durch das begradigte Band des Rheins. Fluss ohne Ränder, verdoppelt von einer Straßenspur. Zur Alp hinabgegangen, die von der Sonne beschienen wird. Im Nadelgestrüpp riecht es nach Wärme geschwängertem Harz. Im feuchten Moos wächst das herzblättrige Zweiblatt. Auf Flecken Wiese im kurzen Gras die Brunelle. Weiter unten im Tauhang, wo der Weg aufgehört hat, Weichkraut und Silbermantel. Bei der Johannishütte die ersten Laubbäume hoch steigen sie hier. Es läge also das Geheimnis des Einmaligen in der Selbstähnlichkeit der Wiederholung.
Und könnte es sein, dass dieses Konstruktionsprinzip die Landschaft meines Innenraums bestimmt? Auch sie bezöge ihre Einmaligkeit, aber auch ihre Mitteilung aus der Selbstähnlichkeit der Wiederholung. Ein unwegsamer Abstieg, den Pfad nicht gefunden, schließlich durch Tobel an den Saminabach gekommen. Eine Feuchtigkeit ist hier in der Luft und ein Rauschen. Sie begleiten das Bachbett hinauf zum Steg. Vereinzelt verblüht es im lockeren Humus. Das Wetter hat sich gewendet, es fängt an zu regnen. Die Schuhe ausgezogen, gestolpert jetzt über den von Wurzeln durchzogenen Waldweg. Wie wenn auch die Ränder der Seele Fraktale wären. Und jeder Vers, diese Ausschnitte aus der Landschaft der Seele, ein Fraktal. Ah, da haben wir die Landschaft der Seele. Da ist sie, ne? Auf dem Papier sieht man es besser. Sieht das Gesetz der Fraktale gebrochen durch das begradigte Band der Wörter, verdoppelt durch die leere Spur zwischen den Zeilen. Und jedes Mal wieder der Versuch, ein wenig von der Unendlichkeit der Ränder zu wahren. Ja, so viel zu den Rändern, zur Landschaft der Seele. Ja. Also den Lichtensteinerinnen und Lichtensteinern hier unter uns ist ja jetzt schon ganz rührig geworden. Wir kennen alle diese Wanderung, oder? Wo es einem zwischendurch leicht schwindig wird. Aber wenn man über das Bergwandern spricht mit Professor Reinberger, dann muss man auch sprechen über das berühmte Botanisieren. Das Botanisieren. Und da gibt es ja einige Texte. Es gibt ein vielfach zitiertes Werk, die Flora im Fürstentum Liechtenstein, das du zusammen mit deiner Schwester verfasst hast. Und, ja, und ich, stimmt. Wo zum Beispiel die in Liechtenstein vorkommenden Orchideenarten beschrieben werden, würde wahrscheinlich keiner hier drauf kommen, wie viele Orchideenarten es in Liechtenstein gibt. Es sind über 40. Es waren sogar fast 50, aber zwei sind dann wieder verschwunden. Es ist unglaublich. Dieses Botanisieren spielt eine gewisse Rolle, oder? In deinem Leben. Ja, ich bin ja, also ich habe ja Biologie studiert, also zunächst mal ja Philosophie und dann eben, also erstmal ein geisteswissenschaftliches Studium und dann eben nochmal ein naturwissenschaftliches, und da war eben die Biologie das Hauptstudium. Aber ich glaube, der eigentliche Anstoß zu diesem, ich würde mich ja da eher als Dilettanten sehen. Ich habe das nie so dann professionell betrieben, die Botanik. Aber der Anstoß kam von einem der Lehrer, die wir hatten da am Gymnasium in Liechtenstein. Es hieß ja noch nicht Liechtensteinisches Gymnasium damals, als ich da hinging, sondern Gymnasium Marianum, Collegium Marianum hieß es. Es waren Maristenbrüder, ein aus im 19. Jahrhundert in Frankreich gegründeter katholischer Orden, der dann auch eine Dependance in Deutschland hatte und dann in den 30er Jahren nach Liechtenstein ins Exil ging. Und dort eben diese Schule aufgebaut hat, nicht ohne lokale Widerstände überwinden zu müssen. Kurz und gut, auf diese Schule bin ich gegangen, und wir hatten eben einen Lehrer, der war unglaublich vielseitig. Er hatte promoviert in Latein, hat deutsche Literatur unterrichtet, er hat Biologieunterricht gegeben. Bei dem haben wir auch so technische Dinge gelernt, wie etwa Schreibmaschinen schreiben mit 10 Fingern und ohne hinzugucken, also blind. Oder eben Stenografie. Und lauter, also der hat einfach alles gemacht. Und übrigens eben auch war ein begnadeter Fotograf, und bei dem habe ich auch das Fotografieren gelernt. Und er war eben botanisch interessiert. Und daher kommt so sozusagen mein Interesse in Botanik. Mhm.
Aber es gibt noch ein früheres Interesse, und das, da müsste ich jetzt mal schauen. Das sind Gedichte, so zwei kleine Büchlein, die ich gerade im Augenblick gerade ständig mit mir rumtrage. Und immer, wenn mir wieder etwas einfällt, kommt das da hinein. Und dann warte ich, bis die beiden voll sind. Und dann lege ich sie irgendwo ein Jahr hin, weg, und dann komme ich wieder darauf zurück und schaue, ob sich was damit machen lässt. Und von ihr lernte ich, dass die Blumen Namen haben, wenn sie mich mitnahmen über die Wiesen. Eines dieser märchenhaften Gebilde hieß Espersette, wie die Alten sie nannten. Was für ein Klang, ein Wiegen, dieses vierfach wiederholte, mit spitzen Fingern gezupfte Vokal. Wie die Wellen, die der Sommerwind über die Felder breitet. Und erst die Farbe, dieses silbrig überhauchte Rot zwischen den grau-grünen Fiederblättern. Da mussten Feen am Werk gewesen sein, so wie sie vorkamen in den Geschichten der Großmutter. Ja, zum Botanisieren. Etwas, was bei vielen Dichtern immer wieder einen Weg findet in diverse, ist die Liebe. Gibt es das in deinen Gedichten auch? Ich glaube, die ist ja überall da drin. Sonst ohne das ginge es irgendwie gar nicht. Ne? Mhm. Ja. Ohne das ginge es gar nicht. Hier. Aus fahler Asche steigt der Morgen auf. Da liegen wir, schwer die Glieder, mein Arm im Nacken dir, dein Haar mir um die Nase. Aus den Scherben der Nacht, brüchig, erheben wir uns, Zittergras, behangen von Tau. Und an einer Stelle habe ich mich so wiedergefunden. Ich habe das auch einmal geschrieben in einem Brief. Das ist ein Gedicht, wo, ich weiß nicht, ob du es findest, wo es um eine Autobahn geht, die zwischen Ost- und Westdeutschland gebaut wurde. Ja, stimmt. Und da gibt es einen Punkt. Und dieser Punkt beschreibt den Platz, wo die Diplomatie ist. Und deswegen hat mich dieses Gedicht so berührt. Ja, stimmt. Es ist ein Gedicht aus diesem Bändchen, Verslabor heißt das, erschienen 2013. Es hat den Titel Pensionär. Ja, das trifft ja jetzt auch. Passt, ja. Eben. Ja, aber nicht ganz, weil es, das Gedicht fängt so an. Er ist 88, war Straßenbauingenieur. Trotz Faible für die Naturwissenschaften. Seine Philosophen hat er gelesen, Platon, auch Descartes. Aber den Durchschnitt der Geisteswissenschaftler, Schöngeister nennt er sie auch, die hält er heute noch für geschwätzig und flach. Hier geht es um Wahrheit, dort um Verführung. Hier ja oder nein, dort Blumiges, viel Wind und Worte. Eine Brücke muss halten, eine Meinung nicht. Aber einst hatte er ein Problem.
das war technisch nicht zu lösen. Beim Bau der Autobahn zwischen Hamburg und Berlin war er zuständig für den Grenzabschnitt. Das war noch zu DDR-Zeiten. Man baute aufeinander zu von beiden Seiten. Als sie sich trafen, die langen Maschinen, blieb eine Lücke. Einer musste auf Feindesgrund, um sie zu schließen. Kein Wahr und kein Falsch half bei der Entscheidung. Das ist der Platz, wo die Diplomaten arbeiten. Vielleicht schauen wir noch ein bisschen weiter in diesem Verslabor. Da gibt es doch viele Schätze, unter anderem, die sich mit Konventionen beschäftigen. Ja, da gibt es also der erste Teil von diesem Bändchen, der versucht so ein bisschen, sagen wir mal, auch immer wieder so Erfahrungen aus den Naturwissenschaften irgendwie in solche poetischen Texte mit einfließen zu lassen. Und das nimmt dann unterschiedliche Formen an. Und wenn du möchtest, lese ich ein paar davon. Vielleicht fange ich gleich mit dem allerersten an. Das heißt, aus dem Labor, ein Gruß an Sir Karl. Man ergänze Popper, Karl Popper. Ein gelungenes Experiment brauche man nicht zu falsifizieren, sagte mein Lehrer. Das wäre reinste Zeitvergeudung. Besser mache man sich ans Nächste, lerne von ihm, was dran war am Alten. Und dann haben wir hier ein anderes, das heißt Chiral. Also Chiral ist das der Fachausdruck für Händigkeit eigentlich. So rum oder so rum kommt nicht aufs Gleiche heraus, wie der Milchsäurekenner weiß. Das Problem der Racemate. Chemisch ununterscheidbar. Aber bei Licht besehen, da liegen Welten dazwischen. Nicht ineinander überführbar. Chiralität, Spiegelsymmetrie. Wie man sie dreht und wendet, unsere beiden Hände sind nicht zur Deckung zu bringen. Was die Linke tut, kann die Rechte nicht wissen. Sie bleiben sich fremd, selbst fest ineinander verschränkt. Und dann haben wir hier noch eins, das heißt Kronleuchter. Ich denke mal, das meinst du vielleicht auch wegen Konventionen. Kronleuchter heißt das kleine Gedicht. Die meisten Kronleuchter könnte man auf den Kopf stellen. Sie würden umso heller leuchten. Der Elektrizität nämlich wäre es egal. Sind doch die Zeiten der Kerzen vorbei, die nur nach oben flammen. Reinste Konvention. Und dann noch eins, das Gesetz der Mäander. Das Rinnsal der Tage, schon haben sie das Jahrbett gegraben oben am Hang. Dort, wo es flach wird, hört aber die Schwerkraft auf, bestimmend zu sein. Die Reibung am Hindernis gibt jetzt den Ausschlag. Es gilt das Gesetz der Mäander. Wo die Biege beginnt, hängt ab vom eigenen Geschiebe. Eine Frage, die mich beschäftigt hat in der Vorbereitung auf diesen Abend, war mit all dem, womit man sich als Wissenschaftshistoriker, Wissenschaftsphilosoph
und Poet beschäftigt. Hat sich dein Weltbild im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte verändert durch maßgebliche Erlebnisse? Ich glaube, wenn es einen Punkt gegeben hat, bei mir in dem jetzt ja auch schon etwas längeren Leben, dann war das das war so ungefähr zum Ende meiner Abiturzeit. Also das war sozusagen das Herauswachsen aus diesem sozialen Unbewussten, in dem man aufwächst. Wenn man in so einem kleinen Dorf, eben wie ich aufgewachsen bin, aufwächst mit 3000 Einwohnern, wo jeder jeden kennt und wo man, weil man eben die Welt um sich herum nicht kennt, eben das Dorf und die Verhältnisse drumherum sozusagen für die Verhältnisse der Welt, als die Verhältnisse der Welt wahrnimmt. Und als mir das bewusst geworden ist, und das fiel ungefähr mit der Zeit eben zusammen, als ich dann auch wegging und anfing zu studieren, ich glaube, das war irgendwie so die große Relativierung des Weltbildes und das eben sich öffnen auf einen Globus und auf einen Horizont, der dann zwar immer sich so sporadisch wieder auf meine alte Heimat zurückbinden ließ, aber sich eben nicht mehr von ihr einfangen ließ. Ja. Das ist so dieses Raus aus Liechtenstein in die große Welt. Ist das, also ich meine, ihr habt gelebt an x verschiedenen Plätzen, am meisten aber in Berlin. Ja. Und dennoch spürt man, also ich denke, eine gewisse, erstens mal die Liebe zur Landschaft, zur Botanik, ist vermutlich in Liechtenstein entstanden in diesen Jugendjahren. Gibt es noch etwas, was dich geprägt hat, sozusagen, bis heute aus dem Land? Aus Liechtenstein selber. Ja, es hat mich natürlich schon was geprägt. Und das gehört aber eben auch in diese Vergangenheit hinein. Im Unterdorf wohnten die Bauern, das Arbeitervolk. Im Mitteldorf waren die Handwerker, im Oberdorf die Winzer. Hoch darüber das Villenviertel mit den Vornehmen, von denen man nicht genau wusste, was sie machen. Und über allen der Fürst auf dem Schloss. Man erfuhr das soziale Gefüge als dörfliche Mikrogeografie. Niemand brauchte einem zu erklären, was oben ist und was unten. An mehreren Stellen finden wir in deinen Gedichten Beobachtungen über gesellschaftliche Phänomene, das Miteinander zwischen Menschen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe etwas über das Nicht-Miteinander, eher als über das Miteinander. Weil dem Miteinander gegenüber war ich eigentlich immer skeptisch. Das ist ein ganz altes Gedicht, das stammt aus dem Jahr 1967. Das habe ich geschrieben, als ich in Tübingen anfing zu studieren. Da war ich auch öfter im Café. Und das ist eine Beobachtung. Der Titel von dem Gedicht heißt Tübingen Café. Die beim Frühstück sitzt, zeigt Verliebtes bescheiden an der Seite dessen, der seine Zeitung liest. Unter hochgezogenen Lidern blicken ihre Augen ins Leere. Schwarze Kugeln baumeln an ihren Ohren,
Stirn und Nase zerstieben im Licht, jetzt, wo sie aufschaut zu ihm. Wieder ein Taxifahrer ermordet, sagt er, als er aufsteht vom Café, die Zigarette ausdrückt und sie ihren blauen Mantel nimmt. So viel zum Miteinander. Den Ausklang an Poesie möchte ich vollkommen dir überlassen und keine weiteren Fragen stellen. Ich, wie lange wollen wir denn? Wie lange wollen Sie denn noch zuhören, noch ein bisschen? Ja, wir haben noch Zeit. Ja. Okay. Also dann lese ich jetzt erst einmal ein Stück, ein Gedicht aus diesem Bändchen, das heißt Kunststücke. Es ist eigentlich der Versuch, oder das Büchlein besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ein Versuch, sprachlich einzufangen, was die Barockmaler in Sachen Stillleben drauf gehabt haben, was die konnten. Und ich lese eins von diesen Gedichten zu einem Stillleben aus dem späten 17. Jahrhundert, so Ende 1600 irgendwas, von einem relativ unbekannten Maler, der es erst im 20. Jahrhundert zu Weltruhm gebracht hat und zwischendurch mal ein paar Jahrhunderte sozusagen völlig vergessen war. Also das ist der erste Teil von dem Bändchen, das sind 10 solcher, man könnte sagen, Prosa-Gedichte oder eben Versuche, sozusagen das Stillleben in Form der Sprache sozusagen aufzugreifen. Und der zweite Teil ist ein Essay, der geht wieder auf meine botanischen Interessen zurück und beschäftigt sich mit den Pflanzen, die man auf diesen Gemälden identifizieren kann. Und die damals, also im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert, eigentlich alle relativ neu waren, weil das alles sozusagen Importe waren an Gartenpflanzen und vor allem aus der Türkei. Die Türkei hatte damals eine Gartenkultur, die gab es einfach im restlichen Europa bis dahin noch nicht. Die Tulpe ist ja nur die Spitze des Eisberges davon. Und der zweite Teil von dem Bändchen ist also ein reiner Prosatext und beschäftigt sich mit diesen Dingen anhand eines Bildes von Jan Bröchel, dem Älteren, das er gemalt hat und das einem Zyklus angehört, der den Titel hat, die 5 Sinne. Und dieses erste Bild behandelt den Gesichtssinn. Aber ich lese ein anderes Gedicht zu einem ganz kleinen, formatigen Stillleben. Wie jedes Mal, wenn es Frühling wird in Middelburg, macht er sich an die Spargeln. Ist ja jetzt gerade die Zeit vorbei. Er steht sie auf dem Stadtmarkt, malt sie in Bündel, so wie sie kamen aus Brabant, herausgestochen, tief aus dem sandigen Boden. Malt auf Papier, in Öl, bringt das Ganze auf ein Panel. Marouflé-Technik, nicht viele machen das so. Besonders die Anschnitte haben es ihm angetan. Runde Schnitte, Kegelschnitte jeder Neigung, leicht angetrocknet schon vom Transport, Abbrüche, Einrisse, die Maserung der Fasern, die Blattansätze. Alles Licht ist auf den Stangen, ein kleines Leuchten nur hält den Stein, auf dem sie liegen. Sie tragen in sich allein den ganzen Überfluss. Als wären sie von den Strahlen durchschienen, leuchten sie dort am Knoten des Schweinsdarmfadens,
der den prallen Stoß doppelt umwindet. Die Köpfchen verschwinden ins Dunkel. Nur eine Stange fällt aus dem Bild, die Spitze geneigt, über die Tischplatte schon etwas schlaff geworden, den Stängel unter dem Bund. Der verleiht ihm ja auch die Schräge, die ihn fast von der Kante rutschen lässt. Ja, so trägt der Packen auch alles Vergehen. Ein tiefer Riss durchquert die Platte, das Signum des Adrian Korte. Ein Seeländer, war das seeländische Maler. Übrigens, dieses Bild, dem dieses Gedicht gewidmet ist, dieser Spargelbund, kann besichtigt werden. Oder das letzte Mal, als ich es gesehen habe, war es im Rijksmuseum in Amsterdam ausgestellt. Ich weiß nicht, ob es da noch hängt, die wechseln ja immer öfter mal ihre Sachen. Ah ja, das wäre jetzt auch noch eins, was ich gerne. Ich lese jetzt ein bisschen einfach. Nicht so thematisch geordnet. Einfach, was mir jetzt so in den Sinn kommt. Vom schwerelosen Schaukeln der Fähre getragen, gleite ich über das Wasser. Der Auftrieb ist mein einziger Boden unter den Füßen. So geht es dem Westen entgegen, hinein in die sinkende Sonne, immer voran im Gleichmaß einer unendlichen Zeitlosigkeit. Und auch der Raum fällt dieser Entgrenzung zum Opfer. Der Horizont ist zu einer Linie geschrumpft. Wenn Schwere, Geometrie und Arithmetik außer Kraft sind, stellt sich erst die Frage des Gesetzes, nach dem wir leben. Jetzt vielleicht noch eins hier raus. Das ist jetzt auch noch mal beschäftigt sich mit einer Pflanze. Manche würden sagen, mit einem Unkraut. Und das heißt Taraxacum dandelion. Hier an der großen Zehen, da blüht er stängellos, der Löwenzahn. Dandelion, zusammen mit Violen und etwas später als in gleichen europäischen Breiten. Es zupft seine Blüten, die rotbrüstige Wanderdrossel. Als offiziell wird er geführt, in der vollständigen und neuesten Erdbeschreibung der Vereinigten Staaten, des Doktors Hassel, gedruckt zu Weimar im Jahre 1823. Ein Exemplar davon gelangte in die Buchbestände der Universität von Chicago. So erdnah ist seine Blüte hier, dass sie dem Rasenschnitt entgeht. Und so ist der Park bei Sonne übersät mit leuchtenden Flecken unter dem Silberweiß der Felsenbirnen. Bei Wind und Wetter verschwinden sie. Am liebsten aber hat sie es ruderal, die Maiblume. Besetzt die Zwischenräume, die Übergänge, Wegränder, die Böschung, Geröll und Ritzen jeglicher Art. Da kennt sie sich aus. Ich muss noch zwei kleine Gedichte lesen, zwei noch. Weil das eine möchte ich aber deswegen, weil ich war jetzt gerade 2 Monate in Schweden, in Uppsala. Und die Universität von Uppsala kennt ja einen berühmten Botaniker aus dem 18. Jahrhundert namens Karl von Linné. Der war dort. Und er ist natürlich überall präsent in dieser Universitätsstadt immer noch.
Und eines, ich lese eines der Gedichte, das ist jetzt vielleicht noch nicht gerade in seiner endgültigen Form, aber so wie es halt jetzt im Augenblick dasteht, entstanden am 21. Mai 2017. Den Erdrauch bekam Linné aus Sibirien geschickt. Es war ein Versehen. Als die Samen aufgingen in Hammarby, war die Enttäuschung des Naturforschers groß. Er bekam nicht die Herzblume, die er gesehen hatte in der Dissertation jenes russischen Studenten. Aber die Fumarie wuchs prächtig in seinem Garten und breitete sich aus über ganz Uppsala. Nahm dann ihren Weg durch Europa. Das war das Werk der Ameisen. Denen schmeckt der Anhang ihrer Nüsse. Vom Altai bis nach Schweden allerdings trug die Post ihren Samen. Und wie so viele Pflanzen ist sie auch theoretisch gewandert aus seinem System, hat die Gattung gewechselt und gehört nun zu den Corydalien. Das ist noch ein Gedicht, das geht jetzt nochmal zurück auf dieses Bändchen hier, das auch im letzten Herbst gerade erschienen ist, der Kupferstecher und der Philosoph. Ich habe die beiden ja schon erwähnt, Gaston Bachelard und den Kupferstecher Albert Flocon, über den es sehr viel zu erzählen gäbe. Er ist ein nicht sehr bekannter Maler, herkünftig aus Köpenick, also nicht allzu weit weg hier von Berlin, geboren und dann 1933, wie so viele seiner Kollegen, ausgewandert, emigriert nach Frankreich und hat dann den Rest seines Lebens in Frankreich verbracht. Er war Bauhausschüler, ist in späten 20er Jahren in Dessau am Bauhaus Schüler gewesen. Und das ist ein Gedicht, das einfach sich mit einem der Kupferstiche beschäftigt, die aus einem der Bände stammt, die er mit dem Wissenschaftsphilosophen Gaston Bachelard zusammen gemacht hat. Albert Flocon heißt es einfach. Luftschlösser habe er gemacht sein ganzes Leben, bekennt Albert Flocon in seinen Memoiren. Der Zyklus dieses Namens, Luftschlösser, Château en Espagne, beginnt mit einer Flasche, die zugleich eine Kathedrale ist. An ihrem Hals bricht gleißend sich die Sonne. Ihr dunkler Rücken ist dem Meer zugekehrt. Es ist, als habe eine Flaschenpost den Strand gefunden, an dem sie ihr Geheimnis zeigen kann. Doch ist verschwunden, dem sie es offenbart. Er hat nur eine Zigarette hinterlassen, die noch glimmt. Wir hoffen und freuen uns auf viele weitere solche Bände. Und wir danken für diesen Abend Hans-Jörg Kleinberger. Vielen Dank.